immer die Munition, ja. Stehen. Noch ein! Schieß die Fahrzeuge ab! Das war's! Okay. Sie ziehen sich zurück! Boah, was ist denn hier los? Also man muss in dem Spiel mit gestern Nachmittag überfielen KVA-Soldaten die Stadt Montrose in Colorado. Munition? Ihr Ziel war, laut Angaben des Feindes, zivile Ziele von hohem Wert zu neutralisieren. Aber dies war keine angemessene Antwort auf amerikanische Aufstände. Dies war unschuldiges Blut, das die Hauptstraße entlang floss. Freunde und Familien abgeschossen wie Tiere. Eine der Widerstandszellen von Montrose ist Berichten zufolge nach einer brutalen Schießerei in der Nachbarschaft entkommen. Wir können nur hoffen, dass sich diese Freiheitskämpfer retten konnten und nun irgendwo in einer sicheren Zone in den verlassenen Vororten sind. Wie auch immer ihr Schicksal ist, wir werden weiterkämpfen. Glauben Sie nicht den Lügen der von den Koreanern kontrollierten Medien. Wir sind der Sender der Wahrheit, die Stimme der Freiheit. Guten Morgen, Montrose. Sie hören KVAR 883 FM. Unsere Top-Meldung: Bei dem Amoklauf einer örtlichen Rebellengruppe wurden gestern 24 amerikanische Zivilisten getötet. Die koreanische Volksarmee fahndet nach Verdammte Propaganda. Gut, du bist wach. Du hast mehr Bestrafung eingesteckt, als man aushalten kann. Komm raus, wenn du bereit bist. Ich zeig dir alles. Also man muss in dem Spiel mit der Munition sehr sparsam sein. Hat man ja gerade gesehen. Ich war immer nur out of ammo. Permanent. Gewächshaus. Ha! Der Pilot ist wach. Wir rücken in der nächsten Patrouillenlücke aus. Oh, spielen die Kinder. Willkommen im neuen Zuhause. Was ist das denn jetzt? Amerika. Wir alle kamen her, um diesen Ort zu erschaffen und einen Gemeinschaftssinn zu erfahren. Hat ein Bug, ey. Nicht die Zukunft, die wir wollten. Aber wenigstens sind wir frei. Von außen ist es ein weiterer verlassener Fort. Aber drinnen ist es ein sicherer Hafen. Zäune, Baumdeckung und dieses Tarnnetz verbergen uns vor der KVA. Da kann wohl jemand das Alphabet nicht. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Vor allem jetzt. Mach das doch. Verstanden. Hol Rihanna ans Funkgerät, sie ist auf dem Spielplatz. Sprich mit Connor wegen Munition. Bist du Connor? Alles, was wir essen, kannst du hören. Da drüben wird Wasser. Hier gibt es immer alte Teile zu reparieren. Sonnenkollektoren und Windräder bringen gerade genug. Ich wollte ja die Hand geben, aber hab zu tun. Wo ist jetzt hier? Hä? Mir nach. Das ist ja bis Connor rühren. So stehe ich jetzt nämlich. Hey, Sally. Hey, du. Zurück von den Toten, hä? Das heißt, wir können los. Ich bin es leid, hier rumzusitzen. Lass wir haben nur zwei. Wenig Zeit, um uns die Peilsender zu schnappen und sollten keine Zeit ich verschwenden. Glaube nicht, das bestimme ich. Alles gefällt, was du machst, wenn wir alles hier richtig machen, stirbt niemand mehr. Hopper ist in einer Minute bereit. Wir treffen dich am Tunnel. Diese Bastarde bekommen, was sie verdienen. Ja, Mann, Bastarde! Connor kann man bei einem Kampf gut gebrauchen. Sieh dich um. Ich treffe dich dann draußen. Wer bist du denn eigentlich? Ich weiß zu schätzen, was du für uns getan hast. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben einiges durchgemacht. Ich glaube, ich möchte einfach nur eine Weile allein sein. Okay. Bist du es noch so? Abendessen um 7. Es gibt Reste. Ich hoffe, du kommst. Nee, Fresse habe ich keinen Hunger. Ich will doch nur hier. Kann ich irgendwie rennen oder so? Ach, so langweilig. Kann ich das
Fenster. Ach so, nee. Naja. Ich geh mal raus. Hallo. Bist du Connor? Wir können nur Zwischenpatrouillen der Koreaner los. Mit diesem Empfänger sollten wir den koreanischen Funk abhören. Ich den Leuten vor. Keine Ahnung, wie gut es trifft dich auf der anderen Seite des Hofs. Besser als keine, was? Die KVA weiß, dass wir hier draußen sind. Ich verstehe. Es geht doch nichts über einen Ozean aus verlassenen Vororten. Es kostet zu viel Energie, Menschen und Vorräte in die Vororte und zurückzubringen. Die meisten mussten in die Städte ziehen, entweder das oder die Arbeitslager. Es ist nicht viel, aber unser Zuhause. Tolles Zuhause. Das ist für keine Sache hier. Irgendwie Pisse gelagert. Du bist der Pilot, über den alle reden. Abgehört, weil das viel riskiert. Wir können es uns nicht leisten, Risiken einzugehen. Wir müssen an unsere Familien denken. Wir verstecken uns hier seit knapp 2 Jahren. Irgendwann werden wir dieses Land wieder zu einer Nation machen. Schön, dich kennenzulernen. Pass auf dich auf. Wer bist du überhaupt? Da ist schon kein Name. Was willst du? Die Fresse, ey. Wer ist der Neue? Was? Irgendein Pilot. Teil von Boone San Francisco Plan. Mach mich. Oh, hallo. Willkommen in der Oase. Sie sind nur auf der Durchreise? Wir haben heute noch viel zu tun. Nachts dürfen nicht so viele Lichter brennen. Warum guckst du mich nicht an? So ein Kack. Wer bist du? Hopper hat dieses System gebaut, damit ich das Wasser nicht mehr schleppen muss. Das hin. Das geht dann da rein, ne? Das da. Das über das Rohr. Hopper ist unser Mechanik-Genie. Der Kerl hat es sogar geschafft, den Goliath zu hacken, damit er für uns kämpft. Ich glaube, Boone wartet auf dich. Ich selber Boone, ey. Wie komme ich jetzt darüber? Ich würde dem da hinten nur labern. Hey. Hört mal außen rum, wa? War so richtig außen rum. Nö. Ich komme nicht hin. Wer bist du? Nicht zu fassen. Diese Ziegen fesseln sich durch alles durch. Man kann sie mit allem füttern. Und hat frische Milch für die Kinder. Weißt du zufällig, wie man eine Ziege melkt? Ich will dir ja keine bösen Absichten unterstellen, aber es ist langsam etwas seltsam, wie du meine Ziegen herumschleichst. Wieso ich? Ignoriere ihn, Nancy. Er wird verschwinden. Hey, sind da alle gestört hier. Da hinten komme ich gar nicht erst ran an den Freak. Das kann ich hier nicht bewegen aus irgendwelchen mächtigen Gründen. Hier ist Hopper. Die Patrouillen sind weg. Wir treffen uns am Tunnelausgang. Verstanden. Unterwegs. Kommen Sie, Jacobs. Ohne Waffe. Zeit. Hör zu. Wir brauchen deine Hilfe. Uns fehlen Leute. Die Mission heute Nacht ist entscheidend. Die Ausrüstung, auf die wir aus sind, macht uns den Rest leichter. Wir werden in Unterzahl sein. Also schnapp dir eine Waffe und so viel Munition, wie du tragen kannst. Mir nach. Ich würde gerne nehmen, wenn ich herankommen könnte. Ah, danke. Boah. Arschloch. So. Dann gehen wir mal herunter. Der Widerstand hat diese Tunnel zu Beginn der Besatzung gegraben. Du
Montrose gibt es fast 3 Meilen an Durchgängen. Wir haben sie überall gekapert, außer natürlich unter der Mauer, die uns einsperrt. Das Scheißteil geht runter bis aufs Grundgestein. Wenn wir dieses Land befreien, nehmen wir die Mauern auseinander. Scheiß drauf, ich werde sie in die Luft jagen, wenn wir die Stadt verlassen. Das war doch gerade noch Tag. Wieso ist jetzt schon wieder Nacht? Ich bin doch gerade nur durch den Tunnel gelatscht, wo dann am Ende Nacht ist.